Herr Professor Weikers, Focus Online schrieb einmal über Sie, dass Sie die besten Live-Bilder in die deutschen Wohnzimmer bringen. Sie sind Regisseur und in der Fernsehbranche gelten Sie als der Spezialist fürs Live-Fernsehen. Was ist Ihr Credo? Mein persönliches Credo ist in allererster Linie mal für mich persönlich Spaß zu haben bei dem Produkt, das ich betreue. Und das zweite Credo ist, ohne großen Wasserkopf den Versuch zu machen, eine Situation zu dokumentieren, ob das Sport ist, ob das Musik ist, ob das Talk ist, dokumentieren, also weniger inszenatorisch zu wirken, sondern zu dokumentieren und in dieser Phase der Dokumentation den Versuch zu machen, die atmosphärisch dichtesten und emotionalsten Bilder zu suchen, zu finden und dann auch so zusammenzuschneiden. Wie bereiten Sie sich vor auf die Live-Sendung? Gibt es da ein genaues Skript oder sind Sie relativ frei und arbeiten aus dem Bauch heraus? Ich mache jetzt seit fast 30 Jahren Regie und habe mich früher auch sehr stark auf Sachen vorbereitet, auf Musiksendungen, Taktik gezählt, ausgezählt, eingetragen, Blende, Schnitt, Einstellungsgrößen und so weiter. Das war alles drin in sogenannten Schnittlisten. Das habe ich jahrelang gemacht für sehr, sehr viele Sendungen. Und hatte dann ein Schlüsselerlebnis, das waren die Nibelungen, die der Wedel-Inszenierung und das war eine Welturaufführung. Ich hatte eine Schnittliste gemacht mit 1483 Schnitten, die war fertig. Schwierige Situation, weil es wurde nicht immer das geprobt, was auf dem Probenplan stand, es wurde auch viel umgeschmissen. Ich habe mich dann versucht, an VHS-Aufzeichnungen von der Totalen entlang zu hangeln, was da ging. Dazu kam noch, dass ich ein halbes Jahr, bevor überhaupt die Inszenierung anfing, dort vor der Kirche stand und sagte, okay, hier findet es statt. Aber keiner konnte mir sagen, wie sieht das Bühnenbild aus. Das musste sein, weil die wollten den Vorverkauf. Das heißt, ich musste da so eine Sicherheitsaufstellung von Kameras, für die musste ich mich dann entscheiden, weil ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht besser. Und was anderes würde mir vielleicht auch heute nicht einfallen, weil man eben quasi in dem Publikum die Kameras hat. Es gab gar keine andere Chance. Und jetzt war die Situation die, dass der eine oder andere auch sehr bekannte deutsche Schauspieler jetzt nicht unbedingt zu textfest war und man uns die Situation verwehrt hatte, einen zusätzlichen Probentag, den wir ursprünglich im Programm hatten, wir sollten zwei Probetage haben und danach live, hatte man uns den verwehrt, indem man einfach gesagt hat, okay, wir dürfen die Live-Situation nicht übertragen, also wir dürfen es nicht live übertragen. Wir haben nur einen Probetag und müssen die Generalprobe vor Publikum aufzeichnen und die dann einen Tag später versenden, um unter Umständen dann noch Verbesserungen vorzunehmen. Und zwar nicht, weil wir der Meinung waren, wir könnten es besser, sondern weil Wedel und auch ein Teil der Schauspieler der Meinung war, sie wollten sich da im Endeffekt nicht die Blöße geben, vor dem Publikum da irgendwie zu versagen. Und wir haben es aber dann doch so gelassen, weil das gar nicht so kritisch war. Ich habe aber dann an dem Tag festgestellt, nach dem ersten Aufzug, schon während des ersten Aufzugs, dass das, was ich mir am grünen Tisch zurecht überlegt hatte, was auch ich nicht überprüfen konnte, weil bestimmte Szenen überhaupt gar nicht geprobt wurden vorher oder anders geprobt wurden, sodass ich überhaupt nicht hätte nochmal neu aufzeichnen können und kam dann dahin. Und da war relativ klar, so nach Schnitt 30, 40, dass wir in einen Verbesserungswahnsinn verfallen würden, dem wir aufgrund dieser kurzen Zeit nicht hätten gerecht werden können. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche eine kurze Pause. Alle Kameraleute, es waren 9 an dem Tag, bringt eure Schnittlisten mit und kommt kurz an den Ü-Wagen. Ja, hieß es dann, mein Schnitt 5 muss getauscht werden. Ja, ich bin mit Schnitt 9 auch nicht so glücklich. Laber. Auf alle Fälle war klar, das wird nicht so funktionieren. Ich hatte mir, bis die da waren, einen Papiercontainer besorgt, so eine kleine Tonne. Und habe gesagt, Deckel auf, alles da rein. Jetzt geht's zurück, um Franz Beckenbauer zu zitieren, und spielt's Fußball. Dieser Moment hat mein Arbeiten komplett verändert, was Fernsehen angeht. Weil Kameraleute, das ist nicht böse gemeint, werden dann zu relativ faulen Zeitgenossen, wenn man ihnen alles vorschreibt. Das heißt, man schreibt ihnen die Einstellungsgröße vor, man schreibt ihnen die Schnittlänge vor. Und dazwischen macht er nichts. Das heißt, er zeigt mir quasi, bis er dran ist, eine Totale, wenn er sein Rotlicht verloren hat. Also der Moment, wo er nicht mehr auf Sendung ist, schwenkt er um zum nächsten Schnitt, Baum. Da wartet er halt jetzt die nächsten 2 Minuten mit dieser Einstellung, bis da was passiert und dann geht er zum Fenster und wartet wieder.
Und plötzlich mussten alle die ganze Zeit Bilder anbieten und ich habe das frei aus dem Bauch raus gemacht mit einem Regieassistent, der hinten saß und einfach nur Text gelesen hat, gesagt, okay, noch zwei Sätze Text, dann Auftritt von rechts, geht noch eine halbe Seite runter Dialog, dann kommt Auftritt von links und so weiter. Und ich habe das dann einfach live geschnitten und es wird heute noch so verkauft als DVD. Sie haben die Zusammenarbeit angesprochen mit den Kameraleuten, generell die Zusammenarbeit mit dem Team. Wie gehen Sie vor, wie binden Sie das Team ein, was machen Sie da genau? Also wenn ich ins Studio komme, gibt es normalerweise, das nennt sich hochtrabend Regiebesprechung. Und die ist bei mir relativ kurz, weil je nach Sendungsgröße sitzen da zwischen 30 und 150 Leuten, die einem zuhören. Und das ist ganz einfach so, die sitzen da, aber die hören gar nicht, was man sagt. Das muss man einfach wissen. Das war vertane Zeit. Sondern ich sage einfach so, schön, dass ihr da seid. Freunde der Arbeit, Freunde der schnellen Mark. Heute haben wir das und das vor. Freue mich besonders auf dieses oder jenes oder auf diesen oder jenen Künstler. Und bevor wir hier jetzt die Zeit verballern für schwindliche Regiebesprechung, gehen wir direkt an die Arbeitsgeräte und fangen direkt mit der Arbeit an. Ich will konzentrierte, wache Mitarbeiter haben bei einer Produktion, egal ob es jetzt live ist oder aufgezeichnet wird. Und will, dass die Spaß haben. Ich will nicht, dass sie irgendwie korsettiert irgendwas abarbeiten müssen. Ich gebe die Baseline vor, also wo wollen wir entlang, wo wollen wir hin. Die wissen mittlerweile, was ich sozusagen präferiere, welche Bilder ich nicht gut finde. Versuche auch den Kameraleuten den Spaß dazu vermitteln, eben frei zu arbeiten, sich da einzubringen, Bilder anzubieten. Und ich sage dann schon, was im Endeffekt dann in die, meiner Meinung nach, und irgendeiner muss halt den Hut aufhaben, das bin dann in dem Fall ich, in die Schnittfolge reinpasst oder nicht. Aber wenn man das mal prinzipiell sagen will, dann behaupte ich, ist also mein Job 50% Sozialarbeit, 35% Routine und die restlichen 15% teilen sich in kleine unterschiedliche Häppchen auf. Ich werde nicht hektisch, ich werde nicht übertrieben laut, ich werde vielleicht bestimmt, aber nicht laut und mache klare Ansagen. Das wird dem einen oder anderen gefallen, aber am Ende des Tages muss ich es in allererster Linie mal mir selber recht machen. Also ich muss mit dem, was ich da tue, zufrieden sein und es für richtig halten, hoffentlich, auch danach noch. Und wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenken würde, was gefällt dem jetzt dem Produzent, was wird denn dem Senderredakteur besser gefallen oder dem CVD der Sendung, wenn ich also mir diese Gedanken machen würde während der Sendung, wäre ich ja immer zu spät. Das heißt, Intuition spielt eine große Rolle, Empathie spielt eine große Rolle, kann man das so sagen? Intuition und Empathie spielt eine ganz große Rolle. Beim Sport vielleicht auch noch die Fähigkeit, irgendwie ein Sportereignis ein bisschen zu lesen und ein bisschen zu antizipieren, was da passiert, ob es beim Fußball ist oder bei anderen Sachen. Und ich versuche es eben auch mit einer gehörigen Portion Humor in der Regel. Das kommt noch dazu. Jetzt haben wir noch nicht gesprochen über die Moderatoren. Wie arbeiten Sie mit den Moderatoren zusammen? Wie viel Führung braucht ein Moderator? Wie viel Freiraum braucht ein Moderator? Wie sieht die Zusammenarbeit aus? Das ist in allererster Linie eine Frage von ebenfalls Haltung und Charakter und Eigenart des Moderators. Unterschiedliche Moderatoren haben unterschiedliche Wünsche, Ansprüche, Ängste natürlich auch. Geht's schon mal los, arbeiten wir mit einem Teleprompter, arbeiten wir ohne einen Teleprompter. Entscheidende Situation. Wie sicher ist die Person in dem, was sie da tut? Braucht sie viel Hilfe? Braucht sie wenig Hilfe? Ich bin ein, sag ich jetzt mal, Künstler-Moderatoren-Regisseur, weil ich einfach versuche, diejenigen, die im On agieren, zu unterstützen. Die sollen sich keine Gedanken machen, ob sie im Licht stehen. Sie sollen sich keine Gedanken machen, ob sie bequem sitzen. Und wenn ich den Eindruck habe, dass bestimmte Sachen körpersprachlich, wie auch immer, in die falsche Richtung gehen, dann gebe ich Hinweise. Dann sage ich, pass mal auf, achte mal hier, achte mal da, achte mal dort. Aber das mache ich in der Regel in Momenten, wo ich den Eindruck habe, jetzt haben sie eine Sicherheit für die Sendung entwickelt jetzt in den letzten Tagen oder in den letzten Stunden, dass ich auch vielleicht nochmal sagen kann, du pass mal auf, mir ist aufgefallen, du machst immer dieses oder jenes. Ich kann es dir auch mal zeigen, wenn du willst, ja, und versuche die aber zu bestärken. Gibt es besondere Live-Momente, die Ihnen persönlich nahe gingen? Es gingen mir ganz, ganz viele Live-Momente nahe, in unterschiedlichen Formen. Sie gingen mir nahe, weil sie außergewöhnlich waren, wie das umgefallene Tor in Madrid zum Beispiel, was tatsächlich
eine lange Geschichte ist, aber auch wirklich nur in Deutschland gesehen wurde, weil alle anderen haben das zweite Halbfinale sich angeguckt. Wir durften das nicht übertragen, weil die Rechte bei Premiere lagen damals. Und deswegen haben wir mit 3 Kameras, 4, dann teilweise da fast 90 Minuten Programm gemacht, mit natürlich 2 ausgesprochen guten Moderatoren, Kommentatoren, mit Marcel Reif und mit Günther Jauch. Ich bin mit beiden gut befreundet. Und wenn man einfach weiß, wie die ticken und über was wir gemeinsam lachen, wenn die Kamera aus ist, dann weiß man auch, dass man sich bestimmte Sachen trauen kann und dass eine Affinität da ist für bestimmte Bilder. Weil die Hunden und dicke Menschen laufen, sind ja nicht ins Bild gelaufen. Die haben wir ja gesucht, um es so aufzulösen und nicht umgekehrt. Die Jungs haben ihre Würdigung da wirklich erfahren, aber was die 3 Kamerakollegen und ich, was wir da gemacht haben, das war schon sehr außergewöhnlich. Die Situation 9/11 war auch so ein Moment, wo man plötzlich sich in einer Situation wiederfand, wo die Bilder nach Hollywood-Katastrophenfilm aussahen, aber Realität waren und ich mich bemüht habe, einfach einen Weg zu finden, für mich da durchzukommen. Und die Hoffnung eben auch hatte, dass es dann der richtige Weg für die Leute zu Hause ist. Versucht einfach, super katastrophale Bilder und schlimme Bilder rauszuhalten, indem ich so ein bisschen vorgefiltert habe. Ich habe gesagt, wir zeigen niemanden, der aus dem Fenster springt. Oder wir lassen halt einfach Sachen weg. Ist nicht notwendig, es ist alles schlimm genug. Wann verliert man in der Live-Situation? Man verliert in der Live-Situation, wenn man seine Haltung verliert. Also wenn man vor lauter Geschrei im Ü-Wagen, wie machen wir jetzt weiter und was passiert jetzt und so weiter, nicht mehr sich um das kümmert, was davor stattfindet. Ich blende das dann alles komplett aus. Ich kümmere mich um das, was vor mir stattfindet und was die hinter mir brüllen, ist mir gerade mal egal. Und dann sollen sie sich einigen, wo sie hinwollen, wie es weitergehen soll. Und wenn sie eine haben, dann sagen sie so und so, wollen wir weitermachen. Und dann sage ich meine Meinung dazu, aber ich habe keine Zeit mitzudiskutieren. Gerade in so einem Moment, glaube ich, ist der Regisseur gefragt. Und dann ist es auch meiner Ansicht nach ein großer Fehler, sich umzudrehen und mit der Redaktion zu diskutieren, wie man jetzt weitermacht. Die hassen alle Pannen wie die Weltmeister. Ich finde Pannen alles andere als schlimm. Die Zuschauer übrigens auch nicht offensichtlich, weil immer wenn eine Panne kommt, schaltet keiner weg. Und wenn es allen eh nur um die Quote geht, die wir immer hochgehalten wird als unsere einzige Währung, dann ist eine Panne ja quasi das ist ja ein Geschenk, wenn es die gibt. Und dass man sich davor ängstigt, habe ich nie verstanden. Und dass man nicht gelernt hat, damit umzugehen, kommt noch dazu. Und es zeigt halt auch, und da wird mir der eine oder andere Redakteur für böse sein, dass da halt auch teilweise die Fantasie einfach fehlt. Weil man will immer nur das, was man sich vorgestellt hat, das passiert, übertragen. Man will gar nicht die Möglichkeiten ausloten, was sich ergibt. Man will das gar nicht zulassen. Man hat einfach das sich vorgenommen und dann muss das auch auf Teufel komm raus so sein. Und ich nehme mir sicherlich auch Sachen vor, aber wenn ich merke, das ist alles ein Bullshit, was wir uns da vorgenommen haben, dann bin ich der Erste, der sagt, alles in die andere Richtung, gar kein Thema. Da passiert gerade was anderes, vergesst alles, was ihr euch vorgestellt habt. Ja? Und das ist in ernsten Situationen und ernsten Sendungen, in politischen Sendungen genauso wie in Unterhaltungsformaten, ja, wo irgendjemand sich vorgestellt, ja, jetzt muss er noch das machen und dann setzt er sich noch den Hut auf und dann muss er noch irgendwie einen Ententanz vorführen und das ist dann lustig. Und dann ergibt sich aber was anderes, was viel, viel lustiger ist. Ja. Dann sage ich einfach, und dann sagen sie, ja, und jetzt noch den Hut und den Ententanz. Sag ich, aber wir hatten doch was viel besser war als das, was wir oder ihr euch vorgestellt haben. Lasst es doch bleiben einfach. Da hat sich was entwickelt in den letzten Jahren, dass man immer mehr Angst hat, Fehler zu machen. Es darf nur nichts falsch sein. Es darf kein Standbild gesendet werden. Es darf nicht dunkel sein. Es darf das und das und das nicht. Ich glaube, das wird alles total maßlos überbewertet. Maßlos. Ich glaube einfach, dass vieles, was in einem Studio stattfindet, so viel Charme und so viel Nettes bietet und dann ja auch nur stattfindet, weil ein Redakteur was vorbereitet hat. Und wenn die Leute den Pfad verlassen dessen, was er vorbereitet hat, dann können sie das ja auch nur verlassen, weil es ja einen Pfad gab. Das heißt also, es geht ja nicht dann zu sagen, der Redakteur ist eine Pflaume oder eine Wurst, sondern er hat ja was vorbereitet. Und aus seiner Vorbereitung ergibt sich erst überhaupt etwas anderes. Und diese Wahrnehmung, das geht vielen, mein Gefühl, vielen Redakteuren ab, zu erkennen, hey,
Da habe ich sozusagen eine Richtung vorgegeben, aus der sich ganz was Neues ergeben hat. Und das ist auch mein Verdienst. Weil oft geht es dann ja auch um Macht. Wer hat Recht? Und um Kontrollverlust. Und beides, man will klar die Kontrolle behalten, aber Kontrollverlust geht ja nicht einher mit der Tatsache, dass sich irgendetwas anders entwickelt, als man es sich vorgestellt hat. Das ist was ganz anderes. Und einfach zu erkennen, dass da plötzlich was besser ist, als das, was wir uns gedacht haben, das muss man auch erst mal können. Ja? Und es hat auch was mit Vertrauen zu tun. Und das habe ich in Leute, das habe ich in meine Mannschaft, wenn ich dem Kameramann sage, kannst du eine Fahrt machen und der nickt kurz mit der Optik, dann weiß ich, dass er das kann. Und dann sage ich, und los. Und dann fährt der. Und dann sage ich dem höchstens Ende groß, sage ich jetzt mal auf der Gitarre oder so, und dann weiß ich, das macht er. Und er weiß auch übrigens, dass ich weiß, dass er es macht. Ja? Und das ist eine Vertrauenssituation, Steadicam-Mann, sage ich, geh, und dann geht der. Und dann weiß der auch nach vielen Sendungen einfach, dann sage ich, dann dirigiere ich ihn vielleicht auch noch, geh langsamer, geh schneller, werd totaler oder größer. Das mache ich aber nicht, um zu sagen, ich weiß es besser, sondern ich sehe auch noch zusätzlich, was sind meine nächsten Bildangebote, die ich danach zur Verfügung habe. Also muss er irgendwie ändern, dass ich eine Chance habe, weiterzumachen. Das muss er nicht direkt überreißen, aber er weiß, was ich ihm da aufs Ohr flüstere, ist nicht irgendwie so, nur weil ich Recht haben will, sondern weil es sicherlich aus meiner Brille heraus die richtige Entwicklung von einem Bild ist. Ja. So ist es eben. Man muss den Leuten auch Mut zusprechen. Wenn ich zu jemandem sage, fahr los und er fährt nicht, dann weiß ich, er hat einen Grund. Ja. Und das heißt, das reicht mir als Grund, dass er sagt, er ist unsicher. Oder er hat sich nicht die Schärfe geholt vorher. Oder da liegt ein Kabel vor ihm, was ich gar nicht sehe. Ja. Dann, wenn er nicht fährt, fährt er nicht. Dann schreie ich ihn nicht zusammen, dass er nicht fährt, sondern er wird einen Grund haben. Und mir sind Leute, die quasi eine gerade Haltung haben und bestimmte Sachen nicht machen dann, auch wenn ich es vielleicht gerne hätte. Ich fange dann auch nicht an zu diskutieren, sondern der fährt nicht. Dann sage ich, okay, du kannst nicht. Dann warte ich auch gar nicht drauf, dass eine Reaktion kommt, sondern mache ich was anderes. Und frage natürlich danach, sage ich, da, was war da los? Dann erklärt er mir es. Dann sagt er, du, ich war gerade unaufmerksam. Nicht schlimm, kann passieren, bin auch unaufmerksam. Der Punkt ist, man muss ihn akzeptieren können und das tue ich. Und wir haben genug Bilder. Wenn da mal eins in die Hose geht, das ist nicht schlimm. Aber wenn wir dafür fünf andere gefunden haben, die was bewirkt haben, dann haben wir doch was geleistet. Ja. Ein sehr schönes Schlussstatement. Vielleicht die letzte Frage. Wie zufrieden sind Sie generell mit dem Live-Fernsehen? Wo stehen wir heute? Wo könnte das Live-Fernsehen noch stehen? Ich glaube, das Live-Fernsehen ist tatsächlich die Form des Fernsehens, die überleben wird. Event, Sport, alles das, was ich nur unmittelbar erleben kann, wird immer live bleiben. Das heißt, ein Fußballspiel, von dem ich das Ergebnis weiß, das gucke ich mir nicht mehr nochmal zu Hause an. Es sei denn, ich bin so ein Hardcore-Willi, dass ich mir das auch nochmal antue. Aber alles, was mit Sport zu tun hat, wird so sein. Große Unterhaltungsereignisse, die alle sehen wollen, sind ja gerade im Niedergang. Da weiß ich nicht, wie es weitergeht, weil man sich natürlich auch von einer relativ kleinen Anzahl im Netz vor sich hertreiben lässt. Also wenn 30 Leute zusammenbekommt, die sich über irgendeine Sendung lustig machen oder über die herfallen, polemisch unter Pseudonym und jeder schreibt da drei Einträge, sind das 120, die reichen dem Online-Redakteur, um seinen bösartigen Artikel zu schreiben, der dann am nächsten Tag vom lustigen Radiomoderator, weil er es ja gar nicht selber gesehen hat, wieder vorgelesen wird. Und schon haben bis 9 alle gemeint, sie haben eine schlechte Sendung gesehen. Ob die tatsächlich auch schlecht war, das können wir auch noch mal in Zweifel ziehen. Aber da passiert was, was ich finde, was nicht geht. Da müssen wir irgendwie zu einer Ethik finden, zum Umgang. Da muss mit offenem Visier gearbeitet werden und nicht immer nur mit geschlossenem, sprich Pseudonym. Man darf die ganze Zeit auch dieses Thema nicht zu ernst nehmen. Ich weiß auch von jungen Leuten, die sozusagen das bedauern und sagen, hey, ich kann diese ganzen Listen, die ich mir aufgeschrieben habe, weil ich nur alles auf YouTube gucken will, das schaffe ich alles gar nicht. Ja. Und sehen es deswegen halt auch überhaupt nicht. Und wenn es halt mittlerweile dazu führt, dass man hier überall nur noch 30 Sekunden Häppchen zu sich nimmt, die aber ausreichen, um überall mitzureden, dann wird es auch irgendwann, glaube ich, schwierig und fragwürdig.
Ich glaube schon, dass wir die Aufgabe haben, und der sollten wir auch gerecht werden wollen, den Leuten bestimmte Sachen vorzuproduzieren, für sie herzurichten, für sie anzurichten, schmackhaft zu machen, sie mit den Sachen zu informieren. Das ist unser Job. Und wenn man den nicht mehr machen will, dann muss man halt was anderes machen. Ich mache den gerne und wehre mich halt auch dagegen, dass wir bereit sind, uns quasi von einer kleinen Truppe runtermachen zu lassen. Weil es hat natürlich Auswirkungen. Ja? Das hat Wirkung, weil natürlich diese Kausalkette dazu führt, dass immer mehr Leute immer wieder hören, es sei schlecht. Also die Situation, dass ich eine Sendung gemacht habe und die Bäckerin mir dann sagt, ey, habe ich gesehen, war eine schöne Sendung, hat mir gut gefallen. Die gibt es immer wieder. Und es gibt aber auch die Situation, wo die gleiche Bäckerin mir dann 5 Tage später sagt, was ist denn bei euch eigentlich los? Die läuft auch nicht mehr so, die Sendung. Sag ich, wieso? Hat Ihnen doch letztes Mal gut gefallen. Ja, ja, aber man liest so viel Schlechtes. Und das ist genau der Punkt. Und da lässt das Fernsehen, und da sind alle Sender gleich, sich von ein paar Leuten treiben. Von denen haben sie Angst. Und ich würde mich als Fernsehen, würde mir wünschen, dass wir uns da viel mehr wehren, ja. Deswegen Mut, sich nicht alles gefallen lassen. So schlecht ist das deutsche Fernsehen gar nicht, wie es gemacht wird. Vielen Dank für dieses Gespräch.